Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp. CSS Dinner bringt euch CSS-Selektoren mit Praxisbeispielen bei. Viele Blogger geben sich sehr viel Mühe, ihr Blog optisch ansprechend zu gestalten, ausgehend von einem der unzähligen Templates für WordPress, Drupal und Co. Baut man sich sein persönliches Blog zusammen, obwohl man mit ordentlicher Webentwicklung gar nichts am Hut hat und man seinen Blog per Trial and Error zusammenschustert. Hat man den Dreh einmal raus, ist das Umgestalten eines Templates per CSS gar nicht so schwer. Die größte Hürde dabei ist in meinen Augen das Referenzieren der entsprechenden Elemente. Muss ich jetzt BSP in geschweiften Klammern, Punkt BSP in geschweiften Klammern oder Raute BSP in geschweiften Klammern oder irgendwas anderes in die style.css schreiben. Was bezieht sich eigentlich auf was? Wer sich ungern auf self-html.org in die Thematik der CSS-Selektoren einliest, der findet im CSS-Dinner eine praktische CSS-Lernhilfe zu finden auf der Seite flugout.github.io. In 26 Leveln gilt es, den richtigen Selektor zu finden. Links im CSS-Editor mit der Datei style.css trägt man seine Lösung ein. Rechts in der HTML-Ansicht mit der Datei table.html sieht man den HTML-Code der Dinge, die auf dem Tisch liegen. Ganz oben steht, was man erledigen soll. Das ganze Projekt ist dabei Open Source. Der Code liegt auf einem GitHub und zwar auf der Seite zu finden. Das Ergebnis von Level 1 ist übrigens hier Platte. Enter. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.